Ja, servus und willkommen und hallo zu einer neuen Folge Reaper of Souls bzw. Diablo 3 Reaper of Souls an alle YouTuber und die es noch werden wollen. So, wir sind immer noch in den Kathedralen Ebene 1, stehen aber vor dem Eingang zu Leoriks Korridor und da gehen wir jetzt rein. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Das Skelett, König? Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Wachen, bringt mir seine Knochen. So, Deckard Kane haben wir auch geholfen. Und jetzt klicken wir mal eben das Bücherregal an. Da war ein Heiltrank drin, siehste. Und hier unten stehen noch so ein paar Vasen, Urnen. Kann eventuell ein bisschen Gold drin sein. Muss aber nicht. Hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Eure Nichte hat mich gebeten, euch zu suchen, und ich habe eingewilligt. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Und ich habe wieder einen leeren Ausrüstungsplatz. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Ja, bevor ich ihm aber nach Tristram folge, öffne ich hier erstmal die Truhe. Nee. Da liegt noch ein toter Abenteurer, der hat auch noch ein bisschen Gold in der Tasche. Und dann gehen wir jetzt nach Tristram. Nachdem ich den alten Gelehrten gerettet hatte, erfuhr ich von ihm, dass der sogenannte Skelettkönig zwischen mir und dem Stern steht. Doch nicht mehr lange. So. Onkel, du lebst. Dank dir und deinem Freund hier. Es war meine Pflicht zu helfen. Nun würde ich gerne mehr über den gefallenen Stern erfahren. Die Prophezeiung der Endzeit deutet es mit Gewissheit als Zeichen, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Akarat gewährt mir seine Gunst. So, die Hose scheint, glaube ich. Ja, die ist auf jeden Fall besser. Dann ziehen wir die auch an. Und diesmal verkaufe ich mal den Rest. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Moment, stopp. Seine Herrschaft beginnt im Blute und endet in Knochen. So, mal ein paar Sachen eben in die Truhe packen.
Ach, siehst du, da hätte ich noch einen Gürtel gehabt. Oh ja. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Dann werde ich dem ein Ende setzen. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Lea, du solltest die Zeichen... So, wir sollen mit dem Schmied Hedrick Eamon reden. Lea hat die ganze Nacht damit verbracht. Der steht nämlich schon da unten. Der alte Rumford. Seid ihr Hedrick? Deckard Cain sagte, ihr könntet mir dabei helfen, Leorics Krone zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Ihr tragt eine schwere Bürde. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. So, Keller der Verdammten. Tötet die gefräßigen Toten im Keller der Verdammten. Meine Freunde, es tut mir leid. Tut eure Pflicht, Schmied, auch wenn es euch schwerfällt. Bitte vergib mir. Ah, Hedrick, hilf mir! Hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Eamon. Ihr schuldet mir nichts. Aber ich würde eure Hilfe auf meiner Suche nach Leorics Krone begrüßen. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. So, wir haben jetzt zwar eine Waffe, die mehr Schaden macht pro Sekunde. Aber die gewährt mir hier ein Leben pro verbrauchten Zorn. Und deswegen werde ich meinen Flegel mal behalten. Und werde jetzt hier durchs Tor schreiten, durchs Nordwesttor. Hin zum Hain des Wehklagens und dort den Friedhof der Verlassenen im Hain des Wehklagens finden. Noch nicht bereit. Ich benötige mehr Zorn. Und ich mache es eigentlich oft so. Dass ich erstmal so alles am Rand abklappe und dann die restlichen Sachen, die noch offen sind, aufsuche.
In den letzten Tagen von König Leoriks Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit Gestorbenen nicht ruhen. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf und sind nun bereit, alles niederzumähen, das atmet. Sie mögen vermodert und gebrechlich sein, doch ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche Gegner. Noch nicht. Und richtig Spaß, finde ich, habe ich rausgefunden, macht der Kreuzritter, wenn du dann auf höherem Level bist, dann macht er richtig Laune. Oh, ich habe einen besseren Gürtel gefunden, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, wie gesagt, wenn man neu ist in Diablo, überhaupt solche Spiele, wo der Nebel des Krieges nennt man das, wenn man auf die Karte guckt und nicht alles sehen kann, das nennt man dann Fog of War bzw. Nebel des Krieges, dann empfiehlt es sich erst die Außenbezirke zu machen und dann so nach und nach alles andere abzuklappern. Dann sieht man zumindest schon mal den groben Umriss einer Karte und ja, ist einfacher. So, da ich aber weiß, wo ich lang muss und ich auch weiß, dass hier ein Portal ist, das ich mal eben betreten möchte, weil die Folge sich jetzt nämlich wieder dem Ende neigt und ich dann zumindest dieses Portal aktiv habe, und beim nächsten Mal durch das Portal eventuell wieder zurückkommen kann und hier weitermachen, den Rest noch erforschen. Und ja, jetzt habe ich mich verhaspelt, jetzt weiß ich selber nicht, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge von Diablo Reaper of Souls. Damit sage ich ciao, bye bye und habt noch eine schöne Woche.